Zelle. Ausgabe 8. Ja, hallo, willkommen zurück. In dem nun folgenden Beitrag nehmen wir Sie in das Herbstlager der Zarten bzw. Ducha, wie sich die Rentiernomaden der Mongolei selber nennen, mit. Vom Dörfchen Zaganur aus starten wir mit dem Auto an den Rand der Tigerwälder, die hier im Norden die Landschaft dominieren. Bis vor wenigen Jahren musste man noch mit einem Floß das Auto über den Fluss Shishket übersetzen, um an die Tigergrenze zu gelangen. Heute befindet sich dort eine mautpflichtige Brücke, die bequem zu passieren ist. Am Rande der Tiger angekommen, satteln wir auf die Pferde um, die uns in einem Tagesritt zu den Nomaden bringen werden. Das Herbstlager liegt nämlich 5 bis 6 Reitstunden entfernt. Zum Sommerlager hingegen benötigt man 2 volle Tage auf dem Rücken eines Pferdes. Zu Fuß ist die Strecke meist nicht zurückzulegen, da das Gebiet sehr, sehr sumpfig ist. Die Zarten ziehen sich im Sommer in höhere, kältere Regionen zurück, um den Fliegen und der Hitze nicht ausgeliefert zu sein. Die Ducha sind ein kleines Volk tuwinischer Rentierhalter und Jäger im äußersten Norden der Mongolei, im abgelegenen Ost-Sayan-Gebirge in der Quellregion des Jenisei leben noch immer über 300 von ihnen in den schwer zugänglichen Wäldern und Bergen ihrer Heimatregion. Sie sind mit Abstand die kleinste ethnische Minderheit in der Mongolei. Gegen Ende der 1920er Jahre im Zuge der Grenzziehung zwischen der neu gegründeten Mongolischen Volksrepublik und der damals existierenden ebenfalls sozialistischen Teilrepublik der UdSSR mit Namen Tuwa in Südsibirien begann sich die beschauliche Welt der Ducha zu ändern. Sie wurden im Zuge dieser Grenzverlegung mehrfach vom mongolischen Hoheitsgebiet vertrieben. Ihr angestammtes Territorium wurde von Tuwa abgespalten und der Mongolei zugewiesen. Infolgedessen beschloss die damalige mongolische Regierung, dass die indigene tuwinische Bevölkerung in dem Grenzgebiet auf mongolischem Boden nichts mehr zu suchen habe. Die meisten Vertriebenen kehrten allerdings zu ihren angestammten Jagd- und Weidegründen wieder zurück. Erst im Jahre 1955 wurden sie dann offiziell mongolische Staatsbürger. In dieser Zeit wurden viele von ihnen in Kolchosen in der angrenzenden Steppe oder in der staatlichen Fischereikolchose im Dörfchen Zaganur eingegliedert. Andere wiederum konnten oder durften in der Taiga bleiben, wo sie aber ab dem Jahre 1959 mit ihren Tieren als Rentierhalter und Jägerbrigaden kollektiviert wurden. Nach unseren eigenen Recherchen, die wir in Gesprächen mit den Ducha erfahren haben, war ein weiterer Grund, warum die Ducha auf mongolischem Territorium geblieben sind, die Tatsache, dass sich die russische Revolution bis in die Taiga ausgebreitet hat. Die Nomaden flüchteten vor den militärischen Auseinandersetzungen in diesem Teil der sich formierenden UdSSR. Wer mehr über die Tradition, über die Geschichte und das tägliche Leben dieser letzten indigenen Bevölkerung der Mongolei erfahren möchte, dem ist das Buch Rentierhalter, Jäger, Wilderer von Jürg Endres im Franz Steiner Verlag erschienen zu empfehlen. Es basiert auf der Dissertation von Jürg Endres über die Zarten bzw. Ducha in der Mongolei und gibt einen allumfassenden Einblick in diese für uns so entfernte Kultur. Die Ducha bzw. Zarten zogen früher 10 bis 15 Mal pro Jahr durch die Tigerwälder, um ihren Rentieren Futter anbieten zu können. Heute konzentriert es sich auf die klassischen Jahreszeiten. Es gibt einen Winter, ein Frühlings-, ein Sommer- und ein Herbstlager, wobei je nach Wetterlage im Herbst und Sommer 2 bis 3 Zwischenlager hinzukommen können. Es gibt 2 lokale Gruppen der Rentierzüchter, die sogenannte West- und die Ostgruppe. Hier im Quellgebiet des großen sibirischen Stromes, dem Jenisei, haben sich über die Jahrzehnte 2 lokale Gruppen gebildet, die in ihren Gebieten nomadisch umherziehen. Wir befinden uns im Herbstlager der östlichen Gruppe. Die Ducha leben ausschließlich von der Jagd. Das Rentier wird nur als Transportmittel oder als Milchlieferant gehalten. Nur im äußersten Notfall wird ein Tier geschlachtet.
Die Männer der Zarten durchstreifen im Herbst und Winter mit ihren Rentieren und Hunden meist wochenlang die Taiga auf der Suche nach Beute wie Elch, wildes Rentier, Steinbock und Hirsch. Die Kinder und Frauen bleiben in dieser Zeit in den Lagern und gehen ihrer täglichen Arbeit nach. Die Frauen melken die Rentiere und verarbeiten die Milch. Hier sehen wir gerade ein typisches Ritual, das in der gesamten Mongolei zu beobachten ist. Der erste Milchtee des Tages wird von der Frau gekocht und den Geistern der Natur geopfert. Selbst in Ulaanbaatar ist dieses Ritual zu sehen. Dort stehen die Menschen dann auf ihren Balkonen der teils zwölfstöckigen Häusern und opfern den ersten Milchtee des Tages den Geistern. Die Zarten oder Ducha sind in Sippen organisiert. Eine Sippe besteht aus 5 bis 6 Familien. Die Kinder der Familien gehen in Zaganur in die Schule, die wie im Rest des Landes als Internat organisiert ist. Soll heißen, dass die Kinder während der Schulzeit im nahegelegenen Internat übernachten und erst in den größeren Ferien im Sommer oder an Zagansar wieder in die Taiga zu ihren Familien auf Zeit zurückkehren. Die Rentiernomaden leben nicht in Jurten wie die restlichen mongolischen Nomaden. Sie bauen sich mit Baumstämmen, die sie zu einem Tipi, wie man es von den Ureinwohnern Nordamerikas her kennt, zusammensticken und mit einem Leinenstoff umwickeln. Auf Mongolisch heißt diese typische Unterkunft Urz. In der Mongolei ist der Schamanismus weit verbreitet und erhielt nach der sozialistischen Wende zur Demokratie hin wieder neue Attraktivität. Stellt er ja ohnehin die ursprüngliche Religion dar, die vor dem Einzug des Buddhismus ins Land vorherrschte. In jeder Sippe wirkt ein Schamane, er ist Arzt, Wahrsager, Psychiater in einer Person und wird bei Problemen und wichtigen Entscheidungen konsultiert. Die Schamanen der Rentierzüchter hier im Norden gelten gemeinhin im Land als sehr kraftvoll und stark. Wir von Otra Travel besuchen die Zarten auf unseren individuellen Touren gemeinsam mit ihnen. Wir stehen dabei für sanften und nachhaltigen Tourismus in diesem sehr zerbrechlichen Ökosystem. Wir besuchen die Rentierzüchter bereits seit Jahrzehnten und haben eine innige Freundschaft mit ihnen aufgebaut, die wir nicht gefährden möchten. Aus diesem Grund führen wir Reisen in die Taiga nicht um jeden Preis durch. Die großen Gruppen und die einzelnen Individualreisenden, die Zarten in den letzten Jahren immer öfters besuchten, sehen wir eher kritisch. Wir sehen im sanften und nachhaltigen Tourismus, der die Zarten mit ins Konzept einschließt, eine Chance für die Rentierzüchter, sich in Zukunft weiterhin auf ihre Tradition konzentrieren zu können. Weitere Informationen erhalten Sie in den nachfolgenden Beiträgen zum Sommer- und Winterlager. Bleiben Sie weiterhin gespannt. Bis bald. Wenn Sie an einer Reise in die Mongolei interessiert sind, würde es uns freuen, wenn Sie uns anfragen würden. Wir veranstalten individuelle und nachhaltige Mongolei-Reisen. Und dies in Klein- und Kleinstgruppen von 1 bis 6 Personen. Dabei können wir auch marktgerechte Preise anbieten, denn wir veranstalten unsere Reise direkt vor Ort und führen sie dort auch durch. Wir konzipieren Ihre Traumreise nach Ihren Vorgaben und Wünschen in Kommunikation mit Ihnen. Seien es längere Besuche bei den Nomaden, Reiteinlagen mit Pferden oder Kamelen, alles ist möglich. Fragen Sie uns einfach an unter mongoleireisen@otra-travel.de. Auf Feedback von Ihnen würden wir uns freuen. Egal auf welchem Weg, per E-Mail, in YouTube als Abonnement oder als Like in Facebook. Bleiben Sie gespannt. Bis auf Weiteres. Dankeschön.